Das ist tatsächlich mein Zahnarzt, Saarzahn. Aber wir sind heute nicht da, weil ich zum Zahnarzt muss. Da muss ich nämlich auch noch hin. Sondern wir sind da, dass wir heute mal am 18. Oktober beschreiben, was passiert denn hier eigentlich mit dem Ladenlokal, was hier drunter war. Da war nämlich mal ein Verbrauchermarkt drin, richtig? Ja, da war früher Verbrauchermarkt drin und jetzt ist das Beerdigungsinstitut Pietät von Rüden, baut jetzt hier die Trauerhalle und einen Multifunktionsraum rein. Ja, was hast du damit zu tun? Ja, ich bin der Inhaber von Pietät von Rüden. Sehr schön. Stefan Kohl, grüß dich herzlich. Du kommst sogar witzigerweise damals mal vor ganz, ganz langer Zeit warst du im Lebensmitteleinzelhandel. Das hat sich ein bisschen verändert, muss man sagen. Also ganz, ganz viele werden das noch als, ich sag mal, Lokalversorger kennen. Du musstest alles umbauen. Ja, also wir haben alles umgebaut, das Untergeschoss. Da haben wir ja schon ein paar Berichte drüber gemacht, wo wir unsere Abschiedsräume haben, unser Versorgungsraum. Und jetzt hier im Erdgeschoss werden wir jetzt unsere Trauerhalle reinmachen, wo wir dann auch ein bisschen unabhängiger sind von den kommunalen Trauerhallen. Also es gibt grundsätzlich Trauerhallen, die kann man mieten, wenn jemand stirbt. Also der eine oder andere wird das vielleicht nicht kennen. Wozu sind die normalerweise da, die Trauerhallen? Die Trauerhalle ist da, um die Trauerfeier am Sarg oder mit der Urne abzuhalten und anschließend die Beerdigung auf dem Friedhof zu machen. In der Regel sind die Trauerhallen auch auf dem Friedhof. Okay, ich verstehe. Das heißt, dort ist der Sarg mit dem Verstorbenen oder die Urne. Genau, der ist dort aufgebahrt und dann kommt ein Trauerredner oder ein Pfarrer und macht dort mit der Familie die Trauerfeier. Es ist ja heute so, dass man dort natürlich abhängig ist von vielen Parametern, die du nicht beeinflussen kannst. Unter anderem natürlich auch die Öffnungszeiten, wann da jemand wie wo da ist. Das ist hier ganz anders. Du kannst dich ganz praktisch individuell auf die Person einstellen, die, ich sag mal, hier etwas haben möchte. Das ist zum Beispiel eine Trauerrede, die würde wo stattfinden? Die würde hier im Hintergrund in diesem Raum stattfinden. Das ist die Trauerhalle, die wo gerade neu gestaltet wird. Die Trauerfeier kann auch zu allen Zeiten stattfinden. Wir sind ja nicht an irgendwelche, ja, Zeiten da kommunalmäßig gebunden. Wenn jemand eine Trauerfeier abends um 18 Uhr machen will, am Wochenende, samstags oder sonntags, sind wir dann natürlich voll flexibel und können das dann auch den Menschen dann auch anbieten. Ist das im Moment nicht möglich, dass man das selbst bestimmen kann, weil man das gerne hätte? Wenn ich zum Beispiel sage, es geht halt nur samstags um 10 Uhr abends, weil dort unglaublich viele Leute Zeit haben, ist ja heutzutage auch ein Problem. Leute reisen an, die kommen vielleicht erst freitags an, sind samstags dann im Hotel drin und dann, um das halt allen gerecht werden zu lassen, gerade wenn die von Übersee kommen. Genau, das geht leider nicht. Das ist in der ja, in den kommunalen Halle gar nicht möglich zu solchen Zeiten. Und auch am Wochenende ist es immer schwierig. Es gibt ja in Saarbrücken der erste und dritte Samstag im Monat, wo man eine Trauerfeier machen kann. Aber wie man das schon auch raushört, der erste und dritte Samstag im Monat, also ja, das ist halt, die Flexibilität ist da nicht gegeben. Ja, die Leute sterben auch nicht nach Terminkalender. So ist es grundsätzlich. Jetzt kann man natürlich mit der Urne, kann man das relativ weit noch nach hinten verzögern. Aber die Problematik ist natürlich, alles unter einem Dach zu kriegen. Oft geht man dann vielleicht ins Restaurant, um eine Feier abzuhalten, dann hat das Restaurant zu. Richtig, das kann natürlich auch passieren. Und dem können wir hier auch schon wieder, ja, ein Zusatzangebot auch anbieten. Wir haben neben unserer Trauerhalle auch einen sogenannten Multifunktionsraum, wo die Familie dann im Nachgang das sogenannte Trauercafé dann auch abhalten kann. Hier ist eine Küche angeschlossen. Wir haben auch Catering, wo wir anbieten können. Das ist also alles hier schon so geplant und wie man auch sieht, schon im Bau. Ja, das Schöne ist, du hast Parkplätze. Ja, wir haben im Hof 30 Parkplätze, die auch genutzt werden können dann. Und das ist ja schon mal ein Vorteil, wenn man ja zur Trauerfeier kommt und auch zum Trauercafé, dass man auch parken kann. Ja, das ist auch nicht irgendwo auf der grünen Wiese, sondern mitten in der Innenstadt in Alzerbrücken. Da haben in St. Anuel, so ist es. Hab ich Alzerbrücken mit St. Anuel Genau, verwechselt? hast du gerade Das geht ja gar verwechselt. nicht. Ist allerdings eine ähnliche Ausfahrt, muss man sagen. Es geht ja ineinander über, aber die Leute lieben es, ich sag mal, mitten in der Stadt zu sein und nicht noch, ich sag mal, irgendwo aus Land zu fahren, wo ich denn bin, weil sehr, sehr viele sind ja hier in der Stadt auch geboren worden, möchten auch hier die entsprechend letzte Ruhe finden. Genau. Und das ist dann auch alles möglich. Ich zeig mal, da gibt es einiges zu tun. Du bist schon länger dran, muss man sagen, aber ich sag mal so, das Thema, ich sag mal, Änderungen. Digitalisierung, die macht bei dir auch nicht Stopp. Da wird es demnächst was ganz Tolles geben, da wollen wir noch nicht zu viel verraten, aber hier wird Hightech eingebaut. Ja. Genau, hier wird Hightech eingebaut, dass wir dann in den nächsten Berichten, die wir ja jetzt dann regelmäßig über den Baufortschritt machen, auch darüber berichten werden.
wie man jetzt auch hier an den großen Rohren und an dem Riesenapparat rechts sieht, wird auch eine super moderne Lüftungsanlage auch eingebaut. Damit, mit Filter und? Mit kompletten Filteranlage, genau, damit auch ja, die Leute Luft bekommen in der Trauerhalle und dann auch im Multifunktionsraum dann auch ja, ordentliches Klima herrscht. Ja, wir gehen gleich mal kurz runter, denn das Ganze hier ist ein System, was du dir vor deinem Auge entwickelt hattest. Als du die Immobilie gesehen hattest, hast du gewusst schon, was es ungefähr wird. Aber dass es so gut wird, hättest du nicht gedacht. Das stimmt. Nee, das ist die Entwicklung dann auch. Vor 3 Jahren habe ich die Immobilie ja gekauft und ja, wir haben dann die Baugenehmigung alles gestellt. Und das hat, dauert halt alles seine Zeit und wir haben sehr, sehr viel Zeit auch in die Planung investiert, auch in die technische Begebenheiten, was man überhaupt machen kann. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt, dass bei einer Lüftung Telefonieschalldämpfer drin sind, dass die Gespräche in den Hallen oder in den Räumlichkeiten nicht in andere Räumlichkeiten übertragen werden. Genau, genau. Das sind spezielle Schalldämpfer. Also es macht das Ganze nochmal wesentlich leiser, aber es dämpft auch den Schall. Es kann nicht mitgehört werden. Richtig, richtig. Ah, James Bond so ein bisschen. Also das ist aber heutzutage alles natürlich beratungsintensiv. Wir zeigen mal ganz kurz den Weg. Hier vorne ist das Thema Lüftung, dann kommt das Thema Gastronomie wird da sein. Das Ganze wird buchbar sein. Du hast die neueste Haustechnik natürlich hier installiert. Das werden wir gleich unten sehen. Man braucht für nichts mehr einen Schlüssel. Genau, man braucht für nichts mehr einen Schlüssel. Wir haben alles per elektronische Schlüssel. Der Multifunktionsraum kann auch von Vereinen gemietet werden oder für private Geburtstagsfeiern, weil es ist alles auch getrennt nutzbar, was mir auch sehr wichtig war. Auch brandschutztechnisch natürlich alles getrennt, weil der Brandschutz ist ja mittlerweile ein sehr hohes Gut, der ja, dass auch niemandem was passieren kann. Natürlich hier in so einer ganz großen Halle ganz wichtig, dass wenn es mal brennen sollte, dass niemand zu Schaden kommt. Wir gehen am besten mal noch mal raus, dann zeigen wir das Ganze. Das ist natürlich ein Mega-Invest. Gerade in der heutigen Zeit ist das alles nicht so einfach. Gab es denn auch Förderung? Gab es Unterstützung? Förderung gibt es nur im digitalen Segment. Und auch für die Lüftungsanlage gibt es auch eine Förderung, ja. Gibt es eine Förderung, also alles, was so modern ist, aber der Rest muss von dir selbst gestemmt werden. Ja. Ihr seid eine GmbH oder was? Nein, Einzelunternehmen. Einzelunternehmen, das heißt, du haftest auch persönlich für alles? Ja, für alles. Ich zeig's mal gerade. Wir sind mitten in St. Arnual, nicht in Alzerbrücken. Genau. Aber das Schöne ist, jetzt wird es niemand mehr vergessen. Und das Interessante hier ist natürlich die gewachsene Struktur. Das Ganze muss ja auch passen. Das fängt damit an, zum Beispiel Fenster alle neu. Ja, die komplette Fensterfront ist neu gemacht, auch mit schallisoliertem Glas, damit, wie gesagt, auch die Ruhe auch in den Räumlichkeiten herrscht und nicht, dass man da jedes Auto hört, wo vorbeifährt. So, das ist die Einfahrt. Ich zeige es mal gerade. Hier geht es runter. Viele werden das kennen. Hier gibt es ja einen Zahnarzt und auch einen Allgemeinmediziner, der hier da ist. Der ist recht bekannt, ein Ärztehaus. Und sowas, ich sag mal, auch so weiträumig, wie ich das im Moment gesehen habe. Wir sind zwar in einer Großstadt, aber es ist eine relativ kleine Großstadt, Saarbrücken, die wir hier haben. Trotzdem, das setzt schon Maßstäbe, oder? Ja, das auf jeden Fall. Auch was das Technische und von der Größe her, kann ich heute mit Fug und Recht sagen, dass das in Saarbrücken einzigartig sein wird, auch die technische Ausstattung. Ja, Technik ist ganz, ganz wichtig, denn wir können mal so einen ganz kleinen Hinweis geben. Heutzutage ist es nicht mehr möglich, dass jeder immer dabei sein kann. Das ist natürlich auch pandemiebedingt. Da haben wir viel gelernt, auch zusammen, muss man sagen, dass natürlich Kommunikationswege sich erweitern. Und man hat dann die Möglichkeit, dass andere teilhaben können. So viel können wir schon sagen. Genau, genau. Und damit wollen wir es dann auch lassen.